Hallo Welt! Dies ist ein negativ emotional gesteuertes Spontanvideo. Also systemtechnisch außer der Reihe. Sehr spontan. Initiiert von zwei YouTubern mit sehr radikalen Meinungen. Und bevor ich bei beiden einen Roman drunter schreibe, dachte ich mir, drehe ich ein Video und das können Sie sich dann jederzeit angucken, wenn Sie wollen. Das ist mal was Prinzipielles, was ich sagen muss, was sich da herauskristallisiert hat. Es geht dabei zum einen um den YouTuber Jack Frucht vom Kanal Jack Frucht und um den Tom vom Kanal Twins Effekt. Beide haben eine sehr, sehr, sehr radikale Negativhaltung und Einstellung, was das Kinderkriegen auf diesem Planeten angeht. Sehr radikal negativ und mehr als offensichtlich angstmotiviert, obwohl die beiden relativ erwacht sind. Der eine sagt, man sollte um Himmels Willen keine Kinder auf diese Welt setzen, weil wir zu viele sind. Viel zu viele auf dem Planeten. Und der andere sagt, man sollte um Himmels Willen keine Kinder auf diese Welt setzen, weil der Planet vollkommen vergiftet ist, es keine Natur mehr gäbe und man Menschen nicht gesund erziehen könnte und sie Höllenqualen auf dem Planeten dulden müssen, die wir ihnen hinterlassen. Und ich gebe zu, meine Ansichten, die ich hier in den letzten 120 und mehr Videos geäußert habe, dienen nicht gerade dazu, denen zu widersprechen. Ich habe die beiden, was das angeht, relativ noch gestärkt. Und dafür schäme ich mich ein bisschen. Das muss ich heute wieder gut machen mit diesem Video. Dabei geht es heute allerdings nicht nur ums Kinderkriegen, sondern um eine generelle neue Sicht auf den Planeten und wie es sich um den Zustand überhaupt verhält. Es soll ein Video über Fülle und über Ressourcen werden. Und gar nicht mal so sehr ums Kinderkriegen, aber durch die beiden radikalen Einsichten über das Kinderkriegen bin ich halt jetzt auf das Thema gekommen. Heute mal über allgemeine Sichtweisen über den Planeten zu reden. Ich male die Dinge sehr oft schwarz, weil ich noch sehr viel Hass, Wut, Leid, Trauer aus der Vergangenheit in mir trage und deswegen beschimpfe und bekämpfe ich das Ego natürlich weltweit und sehr oft und erzähle auch die vielen schmerzlichen Geschichten aus meiner Jugend und Kindheit, von denen es auch noch jede Menge Videos geben wird. Hat aber meine Weltsicht, hat auch mit einem großen Faktotum, heißt das Faktum? Egal, nichts zu tun. Wir neigen dazu, der Verstand neigt generell dazu, das Glas immer halb leer zu sehen. Und auch ich neige dazu. Jeder Mensch neigt dazu, weil der Verstand sowieso 24/7 günstig Probleme erzeugen möchte. Oh, mein Rechner rattert sich ganz schnell ab. Ich schließe mal ein paar Programme. Besser. Und ist auch noch halbwegs flüssig. Okay. Jetzt drösle ich die beiden Ereignisse mal auf. Das, was wir gerne in die Welt hineinprojizieren und das, wie sie wirklich ist. Kommen wir mal zum ersten Beispiel. Jack Frucht jammert immer, dass wir zu viele sind. Dass der Planet viel zu voll sei. Diese Ansicht hatte ich früher auch mal, die hat sich in den letzten 2 Jahren aber gewandelt. Verschiedenen Veganern sei Dank. Ich muss erst mal einen Knopf drücken. Perfekt. Die Menschen jammern, dass wir zu viele seien, zu viele Ressourcen verschwenden und dass der Planet durch uns so ausgesaugt sei und dass wir deswegen nicht mehr leben können. Der Grund, warum der Planet auch so ressourcenarm und ausgelaugt ist und so umweltverschmutzt, liegt einfach nur im Ego.
einer Geisteshaltung basierend auf Angst und Mangeldenken. Ressourcentechnisch sieht's ganz anders aus, würden wir uns nicht im Ego verhalten. Und platzmäßig sieht's anders aus, als wie wir hier in unseren engen Gefilden wahrnehmen. Robert Franz. Was er von der Menschen haltet insgesamt, ist jetzt auch schon mal nicht so wichtig, hat eine coole Rechnung mal gemacht. Um diesen Irrtum, dass wir viele seien, mal entgegenzuwirken. Robert Franz hat errechnet, dass zum damaligen Zeitpunkt alle 7 Milliarden Menschen, die auf dem Planeten existieren, alle 7 Milliarden bequem in Österreich reinpassen würden, von der Quadratmeterzahl her. Und er hat errechnet, dass alle 7 Milliarden Menschen jeweils für sich noch 11 Quadratmeter Platz haben. Ich muss dazu sagen, das muss ich mal nachrechnen bei Gelegenheit. Ist erstmal nur ein Gedankenexperiment, was mich auf einen anderen Punkt, den ich gleich jetzt erwähne, hingewiesen hat. Also er hat erstmal darauf hingewiesen, dass 7 Milliarden Menschen in Österreich alle Platz hätten. Wenn alle gleichmäßig verteilt werden, hätten alle 11 Quadratmeter. Das heißt, man würde ja einen schönen Wusel um sich sehen, aber du könntest dich bewegen. Du hättest deinen eigenen Raum. Aber es wäre wirklich knackevoll. Ich mache das Gedankenexperiment etwas weiter. Jetzt stellen wir mal sich vor, diese 7 Milliarden, oder vielleicht sind es jetzt schon 8 Milliarden, nicht so wichtig, diese 8 Milliarden oder 7 Milliarden Menschen verteile man exakt gleichmäßig auf den ganzen Planeten. Österreich ist wirklich, das kann man überhaupt nicht beschreiben, ein Quadratmillimeter auf der Weltkarte. Jetzt stelle man sich vor, alle 7 Milliarden Menschen des Planeten verteilt man gleichmäßig auf dem Planeten. Du wirst den nächsten Menschen nicht finden. Du wirst vor Einsamkeit sterben. Du kannst ihn gar nicht sehen. So viel Luft wäre da zwischen Mensch und Mensch. Bisschen übertrieben. Du wirst früher oder später Menschen finden. Aber wenn du Österreich auf einmal auf den ganzen Planeten projizierst, wupp, das Volumen sich zwischen den Menschen vergrößert, ist das eine Entfernung, dass du wohl kaum einen Menschen sehen würdest. Die Tatsache, dass wir der Überzeugung sind im Alltag, dass dieser Planet überfüllt sei, liegt daran, dass wir in Ballungszentren leben, wo sich Millionen von Menschen übereinander häufen, rumschubsen und über den Haufen laufen. Und sich dann auch noch Egos und extreme Negativität ballen. Oder weil wir zu Stoßzeiten in Kaufhäusern einkaufen gehen. Da kriechen wir eine Wahrnehmung von dem Planeten, die nicht der Realität entspricht. Wir ballen uns in so kleinen Orten und denken, wir seien viele. Neben den Einkaufsladen, den Supermarkt, wo sich die Leute drängen, guckt mal raus. Ich sehe schon wieder 10 Kilometer Ackerland, keine Person. Null. Totale Leere. Also du kannst heutzutage sehr easy einsam sein. Nimm deine Beine oder ein Fahrzeug deiner Wahl, raus aus die Stadt auf den nächsten Acker. Du kannst stundenlang laufen, ohne eine Person zu treffen. Also flächenmäßig gesehen ist der Planet leer. Wir sind arschwenig und der Planet ist leer. Das ist erstmal, was die Menge angeht, dass wir viele sein. Ressourcentechnisch ist der Planet auch voller Fülle. Veganer haben mal spaßhalber errechnet, würden sich alle Menschen vegan ernähren, hätte der Planet genug Ressourcen, um locker 50 Milliarden Menschen easy zu ernähren. Auch das kann man prüfen. Die haben irgendwelche mathematischen Formeln angewandt, mit denen ich mich näher nicht befasst habe. Aber sie haben prozentual das, was die Milliarden Tiere, die wir gerade züchten, verbrauchen, auf Menschen, wie wir bräuchten, verrechnet. Und die Tierhaltung ist einfach nur das, was den Planeten auslaugt und würden sich alle wirklich nur für Pflanzen ernähren. Uff, habe ich schon gesagt. Das ist wieder mal kein Beweisvideo. Habe ich keinen Bock drauf. Ich bin ein Mensch von Sichtweisen und Gedankenspielen. Könnt ihr selbst errechnen. Es gibt 100 vegane Kanäle, die darüber sprechen.
Ich behaupte das noch ein bisschen anders. Wäre der Planet ohne Ego und würden alle freiwillig pure Liebe schenken und teilen, ist 50 Milliarden noch untertrieben. Ich glaube sogar, dass der Planet locker easy 100 Milliarden Menschen stemmen könnte von den Ressourcen her. Muss sie nur richtig einteilen. Das gilt nicht nur für Nahrung, das gilt für alle Ressourcen. Alle Metalle, Mineralien und Strom, Energie, Wärme, Energie, Feuer, alles. Ich glaube, dass der Planet easy 100 Milliarden Menschen verkraften kann. Ohne Ego, versteht sich. Mit Ego ist er dann tot, der Planet. Mit 100 Milliarden Menschen, aber ohne Ego. Easy 100 Milliarden Menschen. Wenn sie in Einklang mit der Natur leben. Also was das angeht, auch mal nur was das angeht, ist jetzt nur eine Floskel von mir, setzt so viele Kinder auf die Welt, wie ihr wollt. Der Planet ist arschleer. Viele Menschen vereinsamen sogar in der Großstadt. Also noch zu wenig Menschen begegnen. Wir sind ein Rattenschiss auf dem Planeten, von der Masse her. Wir sind ein kleiner Ameisenhügel auf einer gigantischen Fläche von zigtausend Quadratmetern. Es wirkt echt nur viel, weil wir uns drastisch ballen. Aber wie schon gesagt, da geht es nicht darum, jemanden zu überzeugen, Kinder zu kriegen oder nicht. Es geht nur mal eine Ressourcendarstellung des Planeten, soll das sein. Ich finde, das ist Opfer- und Jammerhaltung, ist das ein bisschen. Alles so grausam, alles so vergiftet, alles so viele. Nein, wir sind wenig und die Ressourcen sind fast unendlich. Und wenn die Menschen alle Ressourcen des Planeten verschwendet haben und nichts mehr da ist, dann sind sie gezwungen, sich anders zu verhalten. Ob mit oder ohne Ego. Ansonsten leben sie in Büschen. Dann sind sie gezwungen, die ganzen Müllhalden wieder aufzuschippen und die Ressourcen von dort zu holen. Dann sind sie gezwungen zu recyceln. Dann werden sie vor den Müllbergen stehen, erstmal diese ganzen Ressourcen dort wiederfinden, die wir heute für nichts, für Obsoleszenzgeräte wie Handys verballern. YouTuber Horst Lilling hat wunderbar beschrieben in einem seiner Videos. In Handys sind so Kleinstmengen an verschiedenen seltenen Erden und Metallen drinnen, solche Kleinstmengen, dass es unmöglich ist, sie zu recyceln. Deswegen sind Handys die unsinnigsten Geräte, also die Geräte, wo man am wenigsten Obsoleszenz einbauen sollte, damit die bloß lange halten, weil sich diese Ressourcen vorerst nicht recyceln lassen. Unsinnigste überhaupt, die größten Ressourcenverschwendungen sind nicht riesige Akkus, Autos, Häuser mit Stahlträger. Das lässt sich alles wiederverwerten. Ressourcenverschwendung findet im Kleinen statt, durch Milliarden und Abermilliarden Handys, wo so wenig Zeug drin ist, dass es nicht recycelbar ist. Dort findet massiv, bergeweise Rohstoffverschwendung statt. In diesen kleinen Scheißdingern, in Kleinstgeräten. Auch schon in kleineren technischen Geräten. Vielleicht ein Receiver oder Videorekorder. Was Älteres ist mir jetzt gerade nicht eingefallen. Ne? Auf Platinen von Computern, auf kleinen Grafikkarten. Dort findet Ressourcenverschwendung en masse statt. Vielleicht holt man sich von Chip noch wird aus Gold, aber der Rest wird dann so weggeballert. Das war's. Also, da ist so viel Zeug noch mit drauf, was nicht mal genutzt wird. Und jedes einzelne Handy, was weggeschmissen wird, ist ein verlorener Rohstoff und 70 Milliarden zieht wahrscheinlich irgendwann schon in die Billionen an Handys, die regelmäßig mit Obsoleszenz versehen und ratzfatz weggeschmissen werden. Die Handys werden so ein perfektes Beispiel für Obsoleszenz. Früher konnte mir ein Handy 50 Mal runterknallen, ist nichts passiert. Wenn heute ein Handy runterfällt, springt sofort die Scheibe. Komisch, wie kann das sein? Absichtlich so hergestellt. Die Scheiben von Handys werden heute absichtlich so hergestellt, dass sie sofort kaputt gehen, wenn sie einmal runterfallen. Früher konnte ich ein Handy runterschmeißen, mit der Hacke drauflatschen. Das funktionierte. Ich selbst habe noch solche Handys. Solche uralten Krücken. Nicht, dass ich sie für irgendwas verwende, da ich generell kein Fan von Handys bin, aber ich habe diese alten Krücken. Und die halten und halten und halten. Und heutzutage, wenn du modernes Samsung oder Nexus, LG oder so, was gibt's noch, oder ein iPhone runterschmeißt, sofort die Scheibe gebrochen. Woher ich das weiß? Guckt mal auf eBay nach gebrauchten Samsungs oder nach gebrauchten iPhones.
ihr werdet hunderte Angebote mit gesprungener Scheibe finden. Die Handys funktionieren dann noch gut. Ich habe mir selbst ein Handy schenken lassen. Ich kaufe hier sowas nicht, ich bezahle für sowas kein Geld, bin ja nicht verrückt. Ich habe mir selber ein Handy schenken lassen, damit ich für euch mit der Kamera Full-HD-Videos aufnehmen kann. Nicht zum Telefonieren oder Internet oder so ein Fax, sondern nur, damit ich für euch Full-HD-Videos aufnehmen lassen, nehmen kann, habe ich mir ein Handy schenken lassen. Mit extrem Sprung drauf. Was derjenige nicht mehr wollte, weil es ja ein Sprung drauf. Aber ist voll funktionstüchtig. Der Touchscreen funktioniert alles. Ich kann mit dem Ding alles machen. Der kratzt, dieser extreme Sprung da auf der Scheibe, der wirklich von oben unten, von oben bis ganz unten sich durchzieht und unten noch ein riesengroßer Zusatzsprung ist, wo das Mikro offen liegt, juckt mich nicht. Mit diesem Handy, was ich geschenkt bekommen habe, was ich 24/7 im Flugzeugmodus habe, mit diesen Handys nehme ich die Full-HD-Videos in der Natur auf. Mit diesem Handy habe ich für euch Gothic aufgenommen. Oder diese große Jahrhundertflut vor meiner Haustür. Ich nutze es, auch wenn sie Obsoleszenz einbauen, solange es noch geht. Auch diese ganzen Sprungscheiben ist Obsoleszenz, das ist Ressourcenverschwendung. Aber ich weiche zu weit ab. Das Ego zerstört den Planeten und vergiftet ihn. Ist ein Fakt. Was wir aus allen möglichen Schornsteinen auspuffen, rausballern, das ist sagenhaft viel Gift in der Luft. Sagenhaft viel Gift in den Böden. Sagenhaft viel Gift in den Pflanzen, Tier und Mensch. Ja. Und trotzdem lacht der Planet über uns. In gewisser Hinsicht. Auf der anderen Seite. Weil ich habe etwas beobachtet, eigene Erfahrung, eigenen Augen gesehen, selbst beobachtet, was mich regelrecht schockiert hat. Es ist tatsächlich so, dass wenn wir einen Wald niederroten, dass der nicht in einer Minute nachwächst. Bäume sind sehr empfindliche Lebewesen, sehr langsam wachsend und dem menschlichen Ego nichts entgegensetzend. Alle anderen Pflanzen hingegen, oh, die sind heftig. Unkraut oder Gras und Wildkräuter, die wachsen überall und jederzeit, selbst in der vergiftetsten Umgebung, wo schon kein Baum mehr leben kann. Die Scheiße wächst dort. Wildkräuter wachsen überall. Auf dem Fensterbrett, in Dachrinnen, auf den Erdritzen zwischen den Steinen, auf dem Fußweg. Sie bohren sich sogar mit gewalter Kraft durch Asphalt und wachsen dort. Diese Kleinstpflanzen sind überall. Dasselbe gilt für Tierarten. Der Mensch vernichtet jeden Tag Milliarden von Arten durch Waldrodung. Und die Tiere kommen nie wieder auf den Planeten. Wunderschöne Geschöpfe. Vielleicht so groß, könntest du Streicher mit nach Hause nehmen. Vielleicht Wombat aus Australien oder so. Aber die Kleinstlebewesen, die Insekten, sind überall. Egal unter welchen Bedingungen. Die sind nicht tot zu kriechen. Kommt gleich eine Beamte, aber ich nehme noch ein nächstes Beispiel. Ich habe eine Garage. Vor dieser Garage befinden sich relativ riesige, angeraute Kopfsteinpflaster. Von einer Fläche vor der Garage wahrscheinlich 2,5 mal 3,5 Meter. Ungefähr 2,5 mal 3,5 Meter ist da eine Fläche voller Kopfsteinpflaster. Dieses Kopfsteinpflaster ist dort, damit da nicht so viel Gras wächst, so viele Pflanzen. Damit du da bequem mit deinem Fahrzeug vorfahren kannst. Wisst ihr, was da passiert, wenn man da mal ein Jahr kein Unkraut ruppt? Oder zwei? Du siehst die Garage nicht mehr. Auf den Kopfsteinpflaster hat sich eine 10 mindestens, oder von bis zu mindestens 10 cm Erde gebildet und ein Wurzelgeflecht, das du nicht mehr mit menschlichen Händen und menschlicher Kraft dort entfernen kannst. Die Wildkräuter wachsen dort 10 cm bis 1,5 Meter hoch. Und du siehst das Tor der Garage nicht mehr. Überall wachsen Büsche bis zu 2,5 Meter hoch. Ich habe diese Garage jetzt schon seit 10 oder 15 Jahren. Ich bin es regelrecht leid, dies wegzumachen. Zum einen muss ich dafür Pflanzen zerstören und die Tierwelt und die Fauna, die sich da angesammelt hat, möchte ich da auch nicht unbedingt schädigen.
Das heißt, ich bin, wenn ich die Pflanze da wegmache, das mache ich so sanft, das kann sich überhaupt kein Mensch vorstellen. Weil in diesem Wurzelgeflecht sich Milliarden Ameisen, Milliarden Ohrkneifer, Milliarden Kellerasseln und Dutzende Spinnen sowie Regenwürmer, Bienen und Hummeln und Fliegen und weiß der Geier nicht noch alles für Insekten befinden. Das juckt die nicht, die Pflanzen und die Kleinsttiere. Das juckt die nicht, ob da ein Ego war, die Natur geplaniert hat, wupp, und Kopfsteinpflaster hingemacht hat. Das juckt die nicht. Innerhalb von einem Jahr hat diese begehbare Fläche vor meiner Garage die Natur wieder vollkommen zurückerobert. So, dass ich nicht nur die Fläche sehe mit Kopfsteinpflaster vor meiner Garage, sondern das Garagentor sehe ich nicht mehr. Es ist bis übers Dach drüber erwachsen, die Büsche. Ich muss da mit der Heckenschere ran und die Büsche vernichten. Nur damit ich meine Fahrzeuge wieder rauskriege. Sind Kleinstfahrzeuge wohlgemerkt. Das ist kein Auto. Könnte ich nicht die ganze Zeit machen. Sind eher zwei Räder. Sonst könnte ich das ja auch nicht so wuchern lassen. Das sind jedes Mal bis zu 10 Arbeitsstunden, die ich brauche, um dieses ganze Wurzel- und Erdgeflecht wieder wegzumachen. Und dann hält das 6 Monate oder so. Dann ist wieder alles dicht. Das heißt, selbst wenn ich mit aller Macht, selbst wenn ich wütend drauf wäre, und ich bin es nicht, ich liebe die Natur und das Leben, selbst wenn ich jetzt ein wütendes Ego wäre, das diese Pflanzen da jedes Mal wegmacht, ich könnte gar nicht so viel Negativenergie aufbringen, das mich in die Energie, in die Kraftlage versetzt, das zu bekämpfen. Keine Chance. Ich sterbe eher, bis ich das töten kann. Das hat mir die unglaubliche Macht und unglaubliche Lebensenergie der Natur gezeigt. Die vollkommen einfach nur macht, aus Liebe agiert, nicht aus Angst und Mangeldenken. Die stärkste Macht, die ist die Natur. Und die schert sich einen Dreck um uns Menschen. Wir könnten den Planeten mit Atombomben niederfetzen. Kakerlaken würde es nicht jucken, die laufen da immer noch lang. Und irgendwo an irgendeiner kleinen Nische wächst wieder ein kleines Pflänzchen. Das juckt die Natur nicht. Die stärkste Lebewesen auf diesem Planeten ist nicht der Mensch. Das ist pure Illusion. Die stärksten Lebewesen auf dem Planeten sind die Pflanzen und die Insekten. Nichts ist stärker und mächtiger. Selbst wenn wir mit Rasenmähern, Rasentrimmern, Unkrautex, Benzin, Salz und was Menschen nicht alles schon auf Pflanzen gemacht haben, Beton, Asphalt, Steine, Feuer, alles schon verwendet, um gegen Pflanzen vorzugehen. Hat die Natur nicht gejuckt. Schneller als du blind sein kannst, wachsen die Pflanzen wieder nach, als wäre gar nichts gewesen. Ich habe schon die vergiftetsten Böden gesehen. Ich war sprachlos, das auf einem Boden, wo 4000 Kilo Salz auch im Winter durchstreuen. Draufgekippt worden ist, das juckt die Pflanzen nicht. Die wachsen in der Erde, wo im Winter noch 10 cm dick Salz drauf lag. Das juckt die Pflanzen nicht. Würde ich jetzt Pflanzen als Feindbilder ansehen, würde ich es mit dem Ego so ausdrücken. Die täuschen uns, die sind hinterhältig, die Pflanzen. Die täuschen uns mit ihrer Langsamkeit im Wachstum. Es wirkt, als würden sie langsam wachsen. Sie täuschen uns mit ihrer friedlichen Art, dass sie sich nicht bewegen. Aber sie sind uns milliardenfach, meilenweit überlegen. Selbst wenn wir uns gemeinsam als Kollektiv vornehmen würden, alle 7 Milliarden Menschen oder 8 Milliarden, die es gibt, selbst wenn wir uns gemeinsam als Kollektiv vornehmen würden, jedes Insekt und jede Pflanze auf dem Planeten zu töten, einfach nur weil wir wollen, wir könnten es nicht. Es gäbe immer irgendeine Nische, wo sich irgendein Same verirrt oder irgendein Insekt verkriecht, eine Spinne, eine Ameise. Wir kämen nicht hinterher. Egal wie, wir würden uns eher selbst mit dem Gift vorher getötet haben, weil wir groß und anfälliger sind als die kleinen Tiere. Wir würden uns mit dem Gift, mit dem wir dagegen vorgehen, selbst vergiftet haben und vernichtet, bevor wir es geschafft hätten, alle Pflanzen und alle Insekten dieses Planeten zu töten. Keine Chance. Diese beiden sind die stärkste Rasse, Pflanzen und Insekten auf diesem Planeten. Und sie lachen sich über uns kaputt. Das, was wir dem Planeten antun, wenn wir Wälder und Bäume vernichten, das sind unsere Ressourcen,
die wir direkt zum Leben brauchen. Damit vernichten wir nur uns. Die Natur selber vernichten wir nicht. Sie lacht über uns. Ich finde es auch sehr traurig, dass die Menschen extreme Wälder abschlachten. Und die Böden vergiften. Und sich selbst zerstören. Aber ich sehe auch, was da im Hintergrund abgeht. Und wie die Natur über uns lacht und auf uns spuckt. Böse formuliert. Ich meine, den Eindruck zu liefern. Weil sich da Menschen besser hineinversetzen können, wenn sie die Natur als Feind betrachten, was sie ja nicht ist. Es ist wunderschön, dass es so ist, wohlgemerkt. Aber die Natur, die ist so mächtig. Das juckt ihn. Und weil ich weiß, dass Natur überall wächst, in jeder Dachrinne, auf jedem Dachstein, in jeder Ritze. Die Natur ist überall. Und weil ich weiß, dass die Natur letztendlich, dass man ein Jahr eine Straße nicht befahren, wie bewachsen diese Asphaltstraße auf einmal wieder ist. Weil sich die Natur letztendlich gegen die Negativkraft des Egos immer durchsetzen wird, sehe ich diesen Planeten nicht als vergifteten Höllenplaneten an, als eine Strafkolonie, der verseucht ist, wo wir kein Leben in die Welt setzen sollten. Im Gegenteil, trotz all des Giftes ist das Leben unbesiegbar. Uns wuselt und kreucht und fleucht in jeder Ritze. In meinem Bett sind Ameisen. Kein Scherz. In meinem Schlafzimmer hängen Milliarden Spinnen an der Decke. Obwohl da offensichtlich für mein menschliches Auge da eigentlich nirgendwo Nahrung zu finden ist. Ich weiß nicht, was die essen. Aber irgendwas scheint da zu sein, was sie am Leben hält. Etwas Unsichtbares vor unseren Augen verschlossen ist. Von daher sehe ich diesen Planeten und diese Welt nicht mehr als Glas an, welches halb leer ist, sondern ich sehe diesen Planeten und diese Welt als Glas an, was halb voll ist, als fruchtbaren Ort, auf den es sich zu leben lohnt. Ich sehe Fülle ohne Ende. Dagegenüber ist eine Wiese. Habt ihr vielleicht gesehen bei meinem Unwettervideo, wenn ich hier nochmal reingucken. Mein Gewittervideo, was da heißt, unendliche Schönheit der Natur oder so. Vielleicht habe ich den Namen auch schon oder dreimal geändert. Kann immer passieren im Laufe der Jahre. Da ist eine Wiese. Die blüht, wie plopp, plopp. Die mähen sie zweimal im Jahr nieder. Macht mich sehr traurig. Und die Wiese denkt sich, Herr Zielführer, sei nicht traurig. Dass die Menschen mich versucht haben, mit Rasenmäher zu vernichten, juckt mich nicht. Ich wachse immer wieder nach. Und die Wiese wächst wie bescheuert, Meter hoch. Wir haben da jetzt eine Baustelle hingemacht und da stellenweise eine kleine Autospur aus Steinen hingekippt, aus Kies und den dann festgepappt, damit dieser riesige LKW mit seinem Gewicht nicht einsinkt. Und den dann da draufgestellt als Stützen, damit sie auch irgendwelche Balken montieren können. Jetzt ist da an dieser Stelle, also an dieser Stelle der Wiese, so eine Straße aus Steinen quasi, wo nichts mehr wächst. Und ich könnte jetzt, wenn ich bescheuert wäre, meinen Fokus die ganze Zeit auf diese Steinstraße, die sie über die Wiese gebaut haben, richten. Wie schön gesagt, in meinen Gewittervideos könnt ihr es ganz genau sehen, was ich meine. Jetzt könnte ich meinen Fokus die ganze Zeit auf diese Steinstraße richten und mich aufregen, dass da nichts mehr lebt. Oder ich richte meinen Fokus auf den Gras und die Milliarden Pflanzen und Tiere daneben, die daneben wachsen und gedeihen, als wäre die Straße da nicht, als wäre der Mensch da nie gewesen. Und ich versichere euch, unter den Kies ist schon wieder Leben ohne Ende. Höhlen und Bauten für kiloweise Ameisen. Die ersten Wurzelgeflechte bilden sich schon wieder, die irgendwann als Pflanze locker easy durch den Kies durchdringen. Pflanzen haben ja eine Kraft, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Sie zerballern Asphalt, als sei es nichts, obwohl du sie als Mensch easy zerbrechen kannst. Haben sie in ihrer Langsamkeit eine Kraft, dass die Asphalt zerballern können von unten, als wäre es gar nichts. Lass da mal Menschen ein Jahr abwesend sein. Du siehst den Kies nicht mehr. Ist alles wieder voller Pflanzenrasen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Der Planet wartet nur darauf, dass sich die Menschheit selbst vernichtet. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten ist der Planet wieder ein Urwald. Als wäre nichts gewesen. Die Natur pfeift auf uns. Sie spuckt auf uns. Sie interessiert sich kein bisschen für uns. Weil sie uns gar nicht die Macht an die Hand gegeben hat.
dass wir alles Leben vernichten könnten. So viel Macht hat uns das Universum gar nicht an die Hand gegeben. Also ich sehe diesen Planeten, auch wenn ich über viele Missstände jammere und aufkläre. Das ist normal, das ist mein Job, ich will ja für Veränderung sorgen. Das ist doch Mensch, dass es denen noch ein bisschen gut geht. Ich werde noch eine Menge anprangern und eine Menge jammern. Aber insgesamt, im großen Ganzen, ist dieser Planet trotz allem ein Planet unendlicher Fülle, die ich sehen und wahrnehmen kann und die ich genießen kann. Dieser Planet ist auch jetzt und heute noch ein wunderschöner, absolut lebenswerter Ort. Mir kommen die Tränen, wenn ich an die Schönheit denke, die ich jedes Mal sehe. Richtet euren Fokus auf die Natur, da wird es euch besser gehen und ihr werdet viel besser durch die Gegend laufen. Richtet euch auf das, was lebt und was ist und nicht auf das, was nicht ist. Richtet euren Fokus auf das, was lebt. Ihr werdet die unendliche Fülle und Vielfalt der Natur, die sich niemals töten lassen wird, vollständig durch uns. Ihr könnt diese unendliche Fülle und Vielfalt sehen. Ihr werdet euch so viel Kraft und Lebensenergie geben. Ihr wollt gar nicht mehr weg von diesem Planeten. So schön ist das hier. So wunderschön. Wie schon gesagt, Ballungszentrum, viel Ego, viel Lärm, nervt, alles klar. Aber insgesamt einfach nur überall Natur. Auch wenn sie Gift auf den Acker streuen und die Weizenfelder mit Glyphosat vergiften. Glyphosat ist ein Gift, was die ganze Pflanze tötet. Informiert euch gerne mal über Glyphosat. Richtig widerliches Zeug. Selbst da wächst am Rand des Ackers schon wieder Wildkräuter. Das juckt die nicht. Der Mensch könnte schon gar nicht mehr leben, wenn er die Nährstoffe aus diesem Boden mit den ganzen Giften nehmen würde. Die Pflanzen juckt das nicht. Die wild wachsenden Pflanzen juckt das alles nicht. Kurioses Phänomen, vielleicht habt ihr Ahnung, warum das so ist. Diese Pflanzen juckt das menschliche Gift nicht, was man da, egal wie viel Nitrat oder Salz da drin ist, die Wildkräuter wachsen, als gäbe es kein Morgen. Aber wenn ich versuche, Wildkräuter mir im Blumenkasten zu halten, gehen die ein. Total bescheuert! Weiß einer von euch, warum das so ist? Die wachsen auf der größten Scheiße, auf dem hart, gerade breitwegerig ist so eine Pflanze, wächst nicht auf lockerem Beet, wächst nur auf knippelhart festgelegt. Festgelatschten Trampelfahrten im Garten. Ihr werdet breitwegerig nur auf den harten Wegen im Garten finden und nicht auf dem weichen Beet oder in der Natur, nur auf hartgelatschten. Das wächst fast auf knüppelharter Erde. Aber versucht mal eine Pflanze oder Wildkraut in einem Blumenkasten zu züchten, sie wird euch eingehen. Ich hab's noch nicht geschafft. Dieses Jahr bin ich wieder dabei und ich habe dieses Jahr wirklich für viel Erde und Wasser gesorgt. Und im Moment sieht's gut aus. Aber es ist halt, also ich habe nicht die Befürchtung, weil es sieht ja im Moment gut aus, aber ich habe immer noch so einen Rest Angstdanken in Zweifel, dass dieses Jahr wieder meine Wildkräuter in meinen Blumenkasten eingehen. Es gelingt mir nicht, sie gezielt zum Wachsen zu bringen. Die Natur juckt sich nicht darüber, was ich will. Wenn die nicht wachsen wollen, wachsen die nicht. Auch wenn sie wachsen wollen, wachsen die Pflanzen auf dem größten Gift überhaupt. Und das ist wunderschön. Also, es gab eine Dokumentation. Habe ich vor ein paar Jahren auf Bezahlsendern geguckt. Discovery Channel oder National Geographic oder so. Ich konnte draufwechseln auf diese Dokumentation, so geil war die. Die Dokumentation hieß Zukunft ohne Menschen. Wie die Natur sich verhält, wenn wir weg vom Fenster sind, von heute auf morgen. Und in wenigen Jahrzehnten zerballert die Natur alles von uns hergestellte und in wenigen Jahrhunderten den kompletten Rest. Da stürzen Türme ein, in sich marodierend, weil es ja sowieso alles im stetigen Wandel und Zerfall und Entropie und Bewegung begriffen. Das muss zerfallen. Egal was, egal wie brutale Dinge wir herstellen und egal wie schwer sie verrotten. Ganze Türme aus Eisen werden einstürzen nach ein paar Jahrhunderten. Und die Straßen siehst du schon nach Jahrzehnten nicht mehr und die Häuser alles überwachsen. Du siehst nur noch Ruinen. Unglaublich schöne Doku. Die haben gezeigt, was wäre, wenn der Mensch in einer Minute weg wäre. Also alle Menschen auf einen Schlag sofort weg wären, wie würde die Natur den Planeten zurückerobern. Und zwar unglaublich. Das ist natürlich nicht nur eine Vorstellung von denen, eine Behauptung. Ich sehe es ja selber vor meiner Garage 24/7. Ich habe keine Kraft mehr, egal ob aus Liebe oder aus Negativität heraus, diese Pflanzen dort zu beseitigen. Ich tue es ungern, aber ich kriege sonst meine Fahrzeuge nicht mehr raus. Das ist echt schrecklich. Das ist echt eine schreckliche Pattsituation. Ich will die Natur auf der einen Seite nicht zerstören, auf der anderen Seite würde ich auch schon gerne mein Fahrzeug aus dieser scheiß Garage rauskriechen.
Es ist ein Kampf. Ich habe nicht die Energie dazu. Und da das Ego immer nur aus Negativenergie handelt, weil es glaubt, da muss das jetzt so sein, wird es nie genug Kraft haben, alles zu vernichten, selbst wenn sie es vornimmt, keine Chance. Das wollte ich eigentlich nur sagen. Das heißt, ich wollte eigentlich in dem Video nur ausdrücken, der Planet ist voller Fülle und Ressourcen, unendlichen Lebens, überall und einer der schönsten Orte, wo man leben kann. Trotz des menschlichen Egos und aller Missstände, die es gibt. Das wollte ich jetzt schon so lange mal sagen. Ich drehe immer nur Videos, wo ich über Missständnisse meckere, wie Menschen negativ mit Natur und Menschen umgehen. Ich jammer die ganze Zeit über Missstände, aber dass ich unterdessen die ganze Fülle entdeckt habe, das habe ich übrigens schon mal auch meiner spirituellen Lehrerin zu verdanken und Eckhart Tolle, die meinen Fokus geändert haben und mir gezeigt haben, worauf ich achten muss. Und dass wir nicht traurig sein sollen, wenn wir da diese trostlosen Betonstraßen vor der Haustür sehen, diese Asphaltstraßen. Wenn du deinen Fokus drauf richtest, wirst du bereits die erste Ritze entdecken, wo ein Pflänzlein wächst. Die Pflanzen juckt es nicht. Merket euch dies. Die Pflanzen und die Insekten sind die stärkste und allmächtigste Rasse dieses Planetens. Rassen diesen Planetens. Und wir haben denen gar nichts entgegenzusetzen. Und ich finde das wunderschön. Kleine Anekdote. Mein Cousin, radikales Ego, hat die Naturzerstörung wenig gejuckt, aber er hat trotzdem vor über 5 Jahren mal was richtig Kluges gesagt. Er hat sich tatsächlich die Information reingeschafft, wie viel Sauerstoff ein Quadratmeter Rasen erzeugt. Das war genug, dass wir davon leben könnten. Das heißt, selbst wenn nicht ein Baum mehr auf dem Planeten steht und alles nur Rasen wäre, hätten wir genug Sauerstoff zum Überleben. Wie schon gesagt, wir hätten klimatische Bedingungen, die wären Horror. Wir könnten auch nicht mehr eins mit der Natur sein. Da spielt auch ein bisschen die Metaphysik mit rein. Wir würden uns auf spiritueller Ebene extrem schaden, auf energetischer Ebene. Aber wir könnten noch überleben. Einfach nur, weil diese Wildkräuter und Rasen, diese unbesiegbaren kleinen Mistdinger, immer noch genug Sauerstoff für den Menschen produzieren würden. Googelt mal, wie viel Sauerstoff diese Kleinstpflanzen drüber bringen. Das darf natürlich um Himmels Willen nicht, was ich hier heute sage, das darf natürlich um Himmels Willen nicht dazu verwendet werden, Pflanzen als Feind anzusehen oder als Rechtfertigung, dass wir problemlos alle Wälder vernichten können. Nee, nee, nee. Wir schaden uns damit trotzdem, wenn wir das machen. Aber der Natur, der juckt das nicht. Das schaden wir nicht. Im Ganzen, im Leben an sich schaden wir der Natur nicht. Das schaden wir nur uns, wenn wir keine Bäume mehr haben. Weil was da klimatisch und sauerstofftechnisch los ist auf einen Schlag, das ist bei den Giften, die wir ausstoßen. Wir vernichten uns damit vollständig, wenn wir Bäume töten. Aber wir könnten sauerstofftechnisch gesehen noch überleben. Weil allein Rasen unglaublich viel Sauerstoff produziert. Hatte mein Cousin, ich weiß, ich kenne seine Quelle nicht, ist wirklich viele Jahre her. Aber wie schon gesagt, glaubt mir von mir aus kein Wort, was ich sage. Prüft selbst, recherchiert im Internet, beobachtet die Natur mit euren eigenen Augen und ihr werdet sehen, dass an all dem, was ich heute gesagt habe, durchaus was dran sein könnte. Glaubt mir bitte nicht. Das ist hier kein Beweisvideo. Null. Bin ich weit davon entfernt, Wissenschaft zu verwenden oder Dinge beweisen zu wollen. Das funktioniert sowieso nicht. Weil ich kann, wenn ein Mensch mir nicht glauben will, dann kann ich dem 5000 schlagfertige, festphysische Beweise vorne als klatschen. Er wird sowieso noch widersprechen. Und daher, wenn er widersprechen will, kann ich eh nicht überzeugen. Beobachtet einfach mal die Natur, recherchiert ein paar Daten selber und ihr werdet merken, dass Überleben immer möglich sein wird. Egal, was wir machen. Und daraus habe ich die ganze Zeit meinen Fokus. Daraus sehe ich positive Energie für mein eigenes Leben und für das Leben noch folgender kommender Generationen, fernab auch von meinen eventuellen Familienplänen oder nicht. Ganz generell, wenn Eltern natürlich heute ihre Kinder erziehen und mit Ego und die dann verdummen, ist natürlich Leid noch und nöcher. Ne? Solche Menschen rate ich davon ab, Kinder zu kriegen, aber sehe ich keinen Zwang dahinter. Können so viele Kinder kriegen, wie wir wollen, weil ressourcentechnisch no problem. Umwelttechnisch, no problem. Wir leben auf einem sehr schönen Planeten. Richtet euren Fokus darauf. Und ihr werdet unglaublich viel positive Energie daraus ziehen. Unglaublich viele Seinsenergie. Werdet ihr aus dieser Tatsache herausziehen, die euch jeden Tag Kraft geben wird. Und ihr werdet das Leben in vollen Zügen genießen können.
Vergifte den Planeten nicht selbst. Räumt ihn von mir aus sogar auf. Pflanzt Pflanzen. Beseitigt den Müll der anderen. Aber legt euren Fokus im Alltag auf die Fülle, die zwischen dem Müll ist, die der Mensch verbreitet. So ist so viel Energie geben. Ihr werdet durch diese Energie die Welt zu einem positiven Ort machen. Nicht indem ihr euch aufregt, alles ist böse, wir müssen kämpfen, kämpfen, kämpfen. Planeten aufräumen, aufräumen, aufräumen. Das funktioniert nicht. Die Energie, wie ihr mit Umwelt und Menschen umgeht, wird den Planeten verwandeln in eine Oase. Nicht durch Taten im Außen. Wenn ihr euch aufregt, den ganzen Tag den anderen Müll hinterher räumt, wird der Planet nicht besser. Sondern die Energie, mit der ihr rumlauft und wie ihr Menschen behandelt, das sorgt letztendlich dafür, ob es dem Planeten besser gehen wird oder nicht. Ich bin da relativ positiv. Wenn ihr euch einmal selber gegen Pflanzen gekämpft habt, werdet ihr die ballte Kraft in euren Knochen und Gliedern zu spüren bekommen, so wie ich sie von meiner Garage zu spüren bekommen habe. Ich gehe natürlich nicht mit dem Rasenmäher drüber und töte alles, sondern ich packe jede Wurzel mit den Fingerspitzen weg, damit ich bloß kein Tier vernichte. Aber es ist sehr schwer, da gar nicht zu beschädigen. Es ist bockenschwer. Aber die Energie, die es braucht, um das zu beseitigen, geht gegen unendlich. Du machst weg, das nächste Jahr wieder da. Machst weg, das nächste Jahr wieder da. Machst weg, das nächste Jahr wieder da. Wenn du das 10, 15 Jahre durchgemacht hast, willst du nur noch dir einen Strick nehmen, weil du gemerkt hast, du kannst gegen das Leben nicht ankommen. Das Leben findet immer einen Weg. Hieß es mal. Filmzitat. In Jurassic Park Teil 1. Und das ist so wahr, wenn du es selber auch schon mal erlebt hast, weil du gegen Leben gekämpft hast, im weitesten Sinne. Nicht kaputt zu kriegen. So hartnäckig. Wer einen Garten hat und regelmäßig Unkraut rupft, ich lasse stehen und esse es dann, wer einen Garten hat und regelmäßig diese gesunde Nahrung rupft, wird merken, was das für ein, wie nennt man es, Sisyphus-Arbeit ist. Kämpft gegen Windmühlen. Pflanzen sind unglaublich. Je kleiner das Lebewesen, umso unbesiegbarer und unvernichtbarer ist es. Insekten und Kleinstpflanzen. Unglaublich. Worauf die wachsen können, ich glaube, die würde Radioaktivität nicht mal was ausmachen. Es ist wirklich unglaublich, wo das wächst. Auf was für Böden ich das habe wachsen sehen, mir ist die Kinnlade runtergefallen. Auf Öl- und Salzböden habe ich Pflanzen schon wachsen sehen. Ich frage mich, wodurch leben die? Woher nehmen die Energie? Das kann doch überhaupt nicht sein. Der Grund mehr, mich ein bisschen mit Metaphysik zu befassen, weil fest physisch gesehen durften die Pflanzen da nicht leben können. Also laut das, was unsere Wissenschaftler herausgefunden haben, wie Pflanzen funktionieren, wie sie innerlich leben, wovon sie sich ernähren, wenn ich das zu Rate ziehen würde, durften die Pflanzen dort, wo sie wachsen, wo ich sie erwachsen sehe, nicht wachsen. Die dürften da nicht wachsen. Keine Chance. Und sie tun es trotzdem. Es ist ihnen einfach egal. Sie denken eben nicht drüber nach. Sie erschaffen keine künstlichen Probleme mit den Gedanken. Sie machen es einfach. Das sollte euch zu denken geben, wie auch ihr eure Realität mit Gedanken beeinflusst und was für ein Leben ihr auf einem Schlag führen könnt, wenn ihr mal weniger nachdenkt und einfach macht. So empfiehlt auch jeder Erfolgscoach. Einfach mal machen, nicht so viel denken. Das ist unglaublich, wie Pflanzen wachsen. Ich bin der Natur dankbar, dass sie mir die Fülle gezeigt hat. Ich bin Eckhart Tolle und meiner spirituellen Lehrerin dankbar, dass sie mir meinen Fokus verändert haben. Und deswegen sehe ich diesen Planeten nicht als vergiftete Strafkolonie an, sondern als ein Ort wunderschöner Natur und unendlicher Fülle. Prost Mahlzeit, Leute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich glaube, ich bin soweit durch. Und hört auf euch zu ballen, wechselt euer Umfeld. Baut euch eine Hütte auf dem Acker und werdet nie einen Menschen sehen. Lebt in einer Großstadt und ihr denkt, ihr erstickt vor Menschenmasse. Ne? Wechselt euer Umfeld, wenn ihr so ein geknicktes Bild habt von der Tatsache, dass es nirgendwo mehr Natur gibt und dass wir zu viele sein. Wechselt einfach das Umfeld. Ich wohne in einer Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern. Allein hier ist schon milliardenfach entspannter als in Berlin oder so. Allein hier ist es schon so entspannt, dass ich kaum dem Ego begegne.
Auch die Automasse ist zwar recht viel, aber insgesamt im Vergleich zu Großstädten ist es noch relativ gemächlich hier am Stadtrand. Fast nichts. 100 Meter, da ist schon der nächste Acker und keine Menschenseele. Sie ist nicht mal ein Hund. Ist einfach nur leer. Planet ist leer. Unendlich Fülle, Pflanzen, Natur und Ressourcen. Ach, schönes spirituelles Thema. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Mögen alle Wesen glücklich sein. Namaste.